ESP32 und OLED 128x64 Anzeige mit I²C Bus. Eine kleine, kostengünstige Anzeige wird für viele Geräte benötigt. Ausreichend sind meist Buchstaben oder Zahlen. Aber auch kleine Bilder oder Symbole können mit dieser Anzeige realisiert werden. Im Titel ESP32 und OLED 128x64 Anzeige mit I²C sind viele Abkürzungen. Der ESP32 ist ein Mikrocontroller für das Internet der Dinge mit 2 Prozessorkernen, WLAN und Bluetooth. Dieser steuert die OLED-Anzeige. OLED heißt Organic Light Emitting Diode. I²C, Integrated Circuits, das ist ein serieller Bus für die Verbindungen zwischen einem Controller und integrierten Bausteinen auf einer Leiterplatte. Über die Arduino-Entwicklungsumgebung wird der ESP programmiert. Um die OLED-Anzeige über die I²C-Schnittstelle mit dem ESP32 zu verbinden, sind 4 Leitungen notwendig. Zuerst die gemeinsame Masse, Ground bezeichnet. Dann die Spannung 3,3 Volt. Zur Synchronisierung dient die SCL Serial Clock Leitung und für die Daten die SDA Serial Data Leitung. Für die Programmierung gibt es bereits 2 Bibliotheken von Adafruit auf GitHub. Adafruit SSD 1306 und Adafruit GFX Library. Beide sollten Sie in Ihren Download-Ordner laden und anschließend über Sketch-Bibliothek einfügen, ZIP-Bibliothek hinzufügen, die Bibliotheken hinzufügen. Diese finden Sie im Ordner Libraries. In der Datei Adafruit SSD1306.h müssen Sie jetzt die richtige Displaygröße kommentieren bzw. durch Nicht-Kommentieren auswählen. In unserem Fall ist die Auswahl 128x64 zu treffen. Dann öffnen Sie über Beispiele aus eigenen Bibliotheken unter dem Menüpunkt Adafruit SSD1306 den Menüpunkt SSD1306-128x64-I²C. Speichern Sie die Datei mit einer Namensergänzung ab. Suchen Sie dann in der Datei nach Display.begin und ändern Sie die Adresse von Hexadezimal 3C in Hexadezimal 3D. Laden Sie jetzt die Datei hoch. Und erfreuen Sie sich an der Anzeige.